Der Lieblingsbundeskanzler hat sich nämlich um Flüssiggas engagiert. Hauptsache kein Gas mehr aus Russland. Unter dieser Devise ist die Regierungsspitze heute schon zum zweiten Mal nach Abu Dhabi gereist. Es geht um Lieferverträge für Flüssiggas. Sie sollen die Abhängigkeit von russischem Erdgas weiter reduzieren. Doch allzu viel dürfte der neue Gasdeal dazu nicht beitragen. Er fällt eher bescheiden aus. Gerade einmal ein Schiff ist es geworden, das die Vereinigten Arabischen Emirate im kommenden Jahr mit Flüssiggas für Österreich losschicken werden. Bundeskanzler Karl Nehammer hat mit den Scheichs heute ohne Fernsehkameras verhandelt. Der Kanzler sieht einen Erfolg. Das bedeutet Versorgungssicherheit für 65.000 Haushalte. Das ist die gleiche Menge, die die Bundesrepublik Deutschland bekommen hat. Der Unterschied ist nur Faktor 10 bei der Bundesrepublik Deutschland, viel mehr Einwohner. Das heißt, bei uns können mehr Haushalte versorgt werden. Diese eine Terawattstunde Flüssiggas aus den Emiraten deckt lediglich 1% des heimischen Jahresgasbedarfs. Dafür war der Kanzler mit großem Gefolge nach Abu Dhabi geflogen, samt Energieministerin und Finanzminister. Das heißt, das ist ein guter, ein wichtiger Schritt. Das ist mehr, als wir uns erwarten konnten. Und es wird durchaus aufwendig, das Gas von Abu Dhabi nach Österreich zu bekommen. Zuerst wird das Gas in den Emiraten verflüssigt und auf das Schiff verladen. Der Weg führt dann durch den Suezkanal quer durch das Mittelmeer, um Portugal und Frankreich herum, bis in die Niederlande zum Hafen in Rotterdam. Hier wird das Flüssiggas wieder in Gasform gebracht und anschließend durch die Pipeline via Deutschland nach Österreich geschickt. Energiemarktanalyst Johannes Benini sieht den Deal mit den autoritären Emiraten kritisch. Die OMV hätte lieber alleine verhandeln sollen, ohne Regierung. Denn die habe nun ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Weil auf der einen Seite ist man jetzt päpstlicher wie der Papst, wenn es darum geht, russisches Gas zu nehmen, weil das ist ja ein böser Staat. Ja. Auf der anderen Seite geht man zu anderen Staaten, die auch Kriege führen und die nicht demokratisch legitimierte Regierungen haben. Da ist halt die Frage, dass der Staat sich vorher überlegen muss, wie möchte er sich positionieren. Immerhin lässt sich Österreich nicht alleine auf Geschäfte mit den Emiraten ein. Ende September hatte auch Deutschland einen Deal mit den Scheichs fixiert. Ja, top gemacht. Ja, ich finde es auch sehr, sehr spannend, weil ich mir denke, dass der Herr Experte, der Herr Benini, da nur mal sagt, man muss sich da Gedanken machen, wie sich der österreichische Staat da positioniert. Dann denke ich mir so, das kann nicht die oberste Priorität sein. Die oberste Priorität sollte sein, dass wir jetzt eine gewisse Energiesicherheit haben, aber halt, wenn wir das jetzt wieder auf die moralische Karten setzen, dann verlieren wir da nur. Weil es ist ja ganz klar, es ist ja kein Geheimnis, dass dieser Nahe Osten an sich, da ist jetzt nicht alles Green Deal, da ist jetzt Absolut. Nicht alles super gut, das ist nicht alles Menschenrechte, sondern da ist jetzt einfach nur ein anderer Anbieter, der in den Augen der Welt ein bisschen besser dasteht als der Russe. Und was mich halt wirklich schockiert hat, war, dass, wenn man sich jetzt anschaut, diese Route, ja, die war geil, ja, natürlich. Wo ich mir denke, was, kannst du das nur umständlicher machen? Kannst du es vielleicht rund um China schiffen lassen? Ich habe da an. Wie viel Energie braucht es, dass die Energie zu uns herkommt? Ja, das ist eine schöne Frage. Der Weg führt dann durch den Suezkanal quer durch das Mittelmeer, um Portugal und Frankreich herum, bis in die Niederlande, zum Hafen in Rotterdam. Naja, er hat ja nicht nur gesagt, das ist moralisch fragwürdig und man muss schauen, wie sich Österreich positioniert. Er hat gesagt, die OMV hätte es machen sollen. Weißt, was ich nämlich auch geil finde, dass das moralisch ist, ist was anderes. Ja, wenn das der Kanzler macht, dann muss er aufpassen, wie er moralisch zu den Sachen steht. Aber die OMV wäre es wurscht. Da ist es wurscht. Ja, die OMV darf über Leichen gehen. Ja? Und ja. Du hast völlig recht. Menschenrechttechnisch ist das natürlich fragwürdig. Weil auf der einen Seite ist man jetzt päpstlicher wie der Papst, wenn es darum geht, russisches Gas zu nehmen. Weil das ist ja ein böser Staat. Ja? Auf der anderen Seite geht man zu anderen Staaten, die auch Kriege führen und die nicht demokratisch legitimierte Regierungen haben. Was ist mit Jemen? Wie lange ist dort Krieg? Ja? Man hört nichts über Jemen. Kennt wer die Flagge vom Jemen? Nein, warum nicht? Weil die Stadt Graz die Flagge vom Jemen nicht auf dem Uhrturm projiziert, ja? Sondern nur diese bekannten Farben. Und da ist sie von bitte blend in Jemen ein, ja? Vielleicht will sie ein Facebook-Bild draus machen oder so, was wisst schon. Ich bin aber auch selber verunsichert. Also reicht es jetzt, wenn ich aus Protest gegen den Terror mein Facebook-Profilbild ändere?
Dann muss es sich aber abwechseln mit Je suis Baga zum Beispiel, die Stadt in Nigeria, wo Boko Haram 2000 Menschen ermordet hat. Am selben Tag übrigens wie beim Attentat in Paris. Oder Je suis Peshawar, das Schulmassaker in Pakistan. Je suis Sydney oder Je suis Boston. Aber who the fuck is Afghanistan? Am besten einigen wir uns auf Je suis völlig ratlos. Und was noch der Finanzminister gesagt hat, es war mehr, wie wir erwarten hätten können. Weißt du, da frage ich mich auch, wie viel haben sie erwartet? Ein halbes Schiff? Ja. Weißt du? Oder gleich im Koffer. Do you have the bag? Nehammer hat 0,1% des Flüssiggas mit im Koffer nach Österreich gebracht, oder was? Jetzt hast du schon wieder dasselbe gesagt. Okay. I beg your pardon. Is the bag here? Und was ich nicht weiß, was kostet das? Was hat das gekostet? Was kriegt denn der Scheich für uns? Ja. Was kriegt denn der von uns? Weiß man nicht. Weißt du das? Das ist eben die große Frage. Und vor allem ist es halt auch die große Frage, wie das daherkommt. Weil wenn sie jetzt die Regierung darum bemüht, irgendwas uns als Bevölkerung jetzt hinzulegen und zu sagen, schau, wir kümmern uns. Und dann aber die Grafik kommt mit, wie kommt es daher? Was kostet das? Was ist das für ein Lieferant? Wie steht der moralisch in der Welt da? Welchen Krieg führt der gerade? Und der Präsident wird nicht geredet, sondern er stellt sich hin, der Kanzler, und sagt, wir haben jetzt mal die gleiche Menge wie Deutschland gekriegt, was super ist, weil die natürlich 10-mal größer sind. Ich denke mir so, ja, geil. Ja, ja. Das ist die gleiche Menge, die die Bundesrepublik Deutschland bekommen hat. Der Unterschied ist nur Faktor 10 bei der Bundesrepublik Deutschland, viel mehr Einwohner. Das heißt, bei uns können mehr Haushalte versorgt werden. Und da ist auch moralisch, aber Österreich steht ja nicht allein da. Gott sei Dank machen die Deutschen auch mit. Dann wird das ist ein halbes Leid, geteiltes Leid oder was. Ja. Und vorher haben wir gesehen, wie der Präsident von Demokratie spricht, von westlichen Werten. Ja. Weißt? Und wie ist es in Saudi-Arabien? Hä? Dürfen die Frauen da schon Auto fahren? Ich weiß es nicht. Und die Frage, ob die Frauen dort schon wählen dürfen, erübrigt sie, weil du darfst nicht wählen, du gibst keine Wahl. Ja. Weißt? Die wählen dort nicht. Weißt? Aber demokratisch ist natürlich, was der und westliche Werte. Und Putin greift die westlichen Werte an und möchte wissen, was der Araber macht im Jemen. Seit März 2015 fliegt das Königreich an der Spitze einer Koalition aus arabischen Staaten Luftangriffe auf die Houthis. Wichtigster Partner in dieser Allianz sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Dabei unterstützen die USA, Großbritannien und Frankreich die Arabische Allianz logistisch und aufklärerisch. Und auch Deutschland leistet indirekt über Waffenlieferungen an Saudi-Arabien seinen Beitrag. Es ist halt echt ganz, ganz, ganz fragwürdig, was da jetzt gerade abgeht. Saudi-Arabien geht es bei seinem Eingreifen vor allem darum, den Einfluss des Iran auf sein Nachbarland Jemen zu begrenzen. Denn die Houthis erhalten große politische Unterstützung durch den schiitischen Iran. Saudi-Arabien wirft dem Iran zudem vor, die Houthi-Rebellen auch großzügig mit Waffen zu beliefern. Der Iran bestreitet das offiziell. Was mir aber wirklich jetzt sehr ins Auge gefallen ist, war ein Artikel von Österreich, also von OE24, wo drin gestanden ist, was das jetzt schätzungsweise kosten wird, rein energiebedarfstechnisch, dass dieses Gas, dieses 1%, was wir brauchen, nach Österreich kommt, beziehungsweise nur nach Rotterdam. Da steht nämlich Schiffsweg. Und zwar, denn um die gewünschte Liefermenge nach Österreich zu bekommen, wird ein Frachtschiff knapp 2 Wochen lang von Abu Dhabi nach Rotterdam unterwegs sein und dabei Schätzungen zufolge wahnwitzige 3.900 Tonnen umweltschädliches Schweröl verbrauchen. Rund 3.500 Tonnen CO2 wird der Transporttanker dabei ausscheiden. Ein Albtraum für die Klimaschützer. Ja, dass wir da jetzt eine grüne Energieministerin hingeschickt haben und sie jetzt das auf diesem Weg nach Österreich bzw. nur nach Rotterdam verschiffen lässt, das macht halt einfach keinen schlanken Fuß. Ich weiß aber nicht, ob es einen schlankeren Fuß gemacht hätte, wenn es nur die OMV verhandelt hätte. Nee, moralisch wäre es nicht so fragwürdig gewesen scheinbar, ja, wenn die, was hat OMV mit Jemen zu tun? Ja? Ja. Außerdem sowieso, die Vereinigten Arabischen Emirate, was da ist Katar gleich um die Ecken, da kann man dann auch noch ein bisschen Fußball schauen jetzt, ja. Im November, was das ja. Ist. 2010 vergibt FIFA-Präsident Josef Blatter die WM nach Katar, trotz internationalen Korruptionsvorwürfen. Ich glaube, es ist ein sehr menschliches Klima dort. So, hör mal bitte auf.
Amnesty prangert Ausbeutung von WM-Arbeitern in Katar. 36 weitere Tote auf WM-Baustelle. Das unmenschliche Leiden der Gastarbeiter in Katar. WM-Arbeiter werden wie Sklaven behandelt. Oh, hallo! Wir sind die Jungs von Nullpunkt und ihr habt euch gerade einen Clip von Alles Gute Österreich angeschaut. Wenn ihr die ganze Sendung sehen wollt, dann klickt jetzt am besten hier hin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so machen, dann klickt am besten dahin. Da ist unser Kanal. Hey, und wenn schon am Kanal seid, könnt ihr ein Abo da lassen, ein Like, ein Kommentar. Und über eine Spende würden wir uns sehr freuen. Danke! Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.